Vor langer Zeit ging ein junger Mann zu einem Meister und sagte: »O Meister, ich fühle mich seit einiger Zeit sehr krank. Mein Körper funktioniert momentan nicht richtig. Mir fehlt die Energie, ich bin immer müde und habe keine Lust zu arbeiten. Bitte sagen Sie mir, was ich tun soll, damit all meine Krankheiten verschwinden. Ich möchte keine Medikamente nehmen und es ist nicht nötig, einen Arzt zu sehen. Ich mache mir Sorgen, Medikamente vom Arzt zu nehmen.« Der Meister lächelte und sagte zu ihm: »Mein Sohn, es gibt einen Arzt in unserem Körper, der unsere Krankheiten über Nacht heilt, unseren Körper auflädt, unseren Geist erfrischt und dir hilft, jung und gesund zu bleiben. Es gibt solch einen Arzt, dessen Medizin absolut kostenlos und ungefährlich ist.« Der junge Mann war schockiert, nachdem er den Meister gehört hatte, und fragte überrascht: »Wie, Meister? Bitte erzählen Sie mir genau.« Der Meister erklärte dem jungen Mann: »Mein Sohn, hör genau zu, was ich dir jetzt sagen werde. Wenn du weiterhin die Methode befolgst, die ich dir heute sage, wirst du dein Leben lang nicht krank werden.« Der junge Mann hörte aufmerksam auf die Worte des Meisters. Der Meister begann zu sagen: »Mein Sohn, der Arzt, von dem ich spreche, ist dein Schlaf. Er heilt unsere Krankheiten und wenn er nicht richtig funktioniert, altert dein Körper und wird krank. Aber wenn du meinen Worten folgst, wird dein Körper die Krankheiten vollständig heilen. Verstehe jetzt sorgfältig, was Schlaf ist und was während des Schlafs in uns passiert. Es ist eine natürliche Behandlung. Du hast vielleicht gehört, dass eine Person, die nicht gut schläft, nicht die Produktivität hat, die sie haben sollte, was zu vielen Krankheiten wie Herzinfarkt, Bluthochdruck, Diabetes und Cholesterin führt.« Der Meister erklärte zuerst dem jungen Mann, wie unser Körper zu einem Arzt wird und unsere Krankheiten heilt. »Hör gut zu. Während des Schlafes sind dein Körper und dein Geist völlig entspannt. Wenn du in den Tiefschlaf gehst, verringert sich die Aktivität der Neuronen in deinem Gehirn. Wenn die Aktivität der Neuronen abnimmt, reduziert sich die Energie deines Gehirns. Und daher hat dein Gehirn die Möglichkeit, sich aufzuladen und das zu restaurieren, was verschwendet wurde. Jedes Toxin, das in deinem Körper gebildet wird, kann in deinem Gehirn zerstört werden. Es kann gereinigt werden. Dasselbe passiert mit unseren Muskeln. Wenn die meisten Menschen schlafen, gibt es Spannung in ihren Muskeln und ihren Gesichtern. Dein Körper verwendet Energie für diese Spannung. Aber wenn du in den Tiefschlaf gehst, entspannen sich deine Muskeln und dein Körper entspannt sich ebenfalls. Auf diese Weise beginnt der Reinigungsprozess erneut. Was bedeutet, dass das Aufladen aktiviert wird. Sobald wir in den Tiefschlaf gehen, fließt Blut durch die Muskeln. Und dieser Blutfluss lädt deine Muskeln auf, macht deine Muskeln stark und ersetzt alle gebrochenen Muskeln und Zellen. Der Meister sagte dem jungen Mann noch etwas. Während des Tiefschlafes wird in dem Körper das Wachstumshormon ausgeschüttet. Dieses Wachstumshormon, das in unserer Hypophyse ist, repariert alles Gebrochene im Körper durch seine Ausschüttung. Das zweite ist, dass dein Körper wachsen soll. Menschen, deren Wachstum aufhört, altern schnell. Ihre Haut wird trocken und daher können sie nicht in den Tiefschlaf gehen. Wenn du deinen Schlaf vertiefst, wird dieses Hormon korrekt ausgeschüttet und alle Brüche in deinem Körper werden repariert. Der Meister sagte dem jungen Mann das dritte. Unser Körper bleibt während des Tiefschlafes frei von Spannung. Es gibt viele Probleme in unserem Leben. Tägliche Aktivitäten und Herausforderungen führen zu Stress und der Cholesterinspiegel steigt. Infolgedessen bleibt der Körper in einem nutzlosen Notfallmodus und 95% der Energie werden verschwendet. Daher bist du ständig krank und deine Krankheiten nehmen zu. In unserem Körper werden 95% der Krankheiten durch mentalen Stress verursacht. Aber bei einer Person, die tief schläft, beginnt der Cholesterinspiegel zu sinken. Wenn der Cholesterinspiegel sinkt, sendet er eine Nachricht an dein Gehirn und deinen Körper, dass es nichts zu befürchten gibt, entspannt zu bleiben und glücklich zu leben. Deshalb ist Tiefschlaf sehr wichtig.
Dann erklärte der Meister die vierte Methode dem jungen Mann und sagte, dass Tiefschlaf die Immunität deines Körpers erhöht. Nur zwei Dinge kontrollieren die Immunität: Stress und guter Schlaf. Einige Menschen werden sehr schnell krank aufgrund von Wetteränderungen. Der Grund dafür ist, dass ihre Immunität schwach ist. Aber wenn es tiefen Schlaf gibt, werden die Soldaten der Immunität aktiv und das Immunsystem kann seine Arbeit gut machen, um deine Immunität zu stärken. Der Körper beginnt zu wachsen, wird stärker, gewinnt Energie und du bleibst glücklich. Diejenigen, die nicht tief schlafen, haben ein geschwächtes Immunsystem. Es ist, als hätte man eine Armee, aber man erkennt nicht, wer der Feind ist und daher entstehen viele Krankheiten im Körper. Nur durch tiefen Schlaf können diese Krankheiten geheilt werden, indem der Arzt in dir geweckt wird. Ich sage nicht, dass dies zu 100% die Ursache dieser Krankheiten ist, aber zu einem großen Teil schützt dich tiefer Schlaf vor vielen Krankheiten. Dann erklärte der Meister die fünfte Methode und sagte, dass durch tiefen Schlaf unsere Glückshormone freigesetzt werden. Wenn du deine Augen schließt und es dunkel ist, geht eine Nachricht an unser Gehirn. Sobald der Körper aktiviert ist, wird deine Zirbeldrüse aktiviert und die Drüse gibt ein chemisches Signal namens Melatonin ab. Durch Melatonin findet die Heilung des Körpers statt, der Körper wird aufgeladen und dein Schlaf wird sehr gut und sehr tief. Auch Glückshormone werden aus Melatonin hergestellt. Was ich sagen will, ist, dass wenn wir unseren Schlafzyklus ausbalancieren, der Körper beginnt, Krankheiten von selbst zu heilen. Nachdem er dies gehört hatte, fragte der junge Mann den Meister: Meister, ich verstehe, wie unser Körper unsere Krankheiten durch tiefen Schlaf heilt. Schlaf heilt, er heilt wirklich. Aber jetzt sag mir, wie können wir tiefen Schlaf erreichen und welche Maßnahmen sollten wir ergreifen, um tiefen Schlaf zu bekommen? Nachdem der junge Mann zugehört hatte, sagt der Meister: Mein Sohn, um in tiefen Schlaf zu fallen, müssen wir diese Maßnahmen ergreifen. Die meisten Menschen können nicht in tiefen Schlaf fallen, was verhindert, dass ihr Körper Krankheiten heilt. Im flachen Schlaf fließt das Blut nicht richtig zu deinen Muskeln, der Cholesterinspiegel sinkt nicht und dein Körper kann sich nicht erfrischen, was deinen Körper beeinträchtigt. Viele Menschen entwickeln Krankheiten deswegen. Um also in tiefen Schlaf zu fallen, solltest du zunächst dein Zimmer ein oder zwei Stunden vor dem Schlafengehen verdunkeln. Schalte alle Lichter eine oder zwei Stunden vorher aus, denn wenn das Licht bleibt, bleibt diese Nachricht in deinem Gehirn, dass es Zeit zum Aufwachen ist. Und Melatonin wird nicht produziert. Melatonin führt uns selbst in tiefen Schlaf. Die zweite Sache ist, dass du nachts dein Telefon nicht benutzen solltest, weil das blaue Licht vom Telefon in deine Augen gelangt und unserem Gehirn die Nachricht sendet, dass wir jetzt nicht richtig schlafen können. Deshalb sollte das Telefon zwei Stunden vor dem Schlafengehen ausgeschaltet werden, um tiefen Schlaf zu erreichen. Die dritte Sache, die du tun musst, ist, drei Stunden vor dem Schlafen zu essen. Wenn wir spät essen, ist unsere Lebenskraft damit beschäftigt, Nahrung zu verdauen. Und sie bleibt beschäftigt, sodass unser Körper keine Zeit hat, Krankheiten zu heilen. Daher solltest du nicht zu viel öliges und scharfes Essen zu dir nehmen. Wenn scharfes Essen in deinen Magen gelangt, verdaut es nicht, was die Säure in unserem Blut erhöht und den pH-Wert senkt, was zu Krankheiten führt. Essen verursacht Säurereflux und Säure. Deshalb sollten wir 4 bis 6 Stunden vor dem Schlafen essen und weniger scharfes Essen zu uns nehmen. Menschen, die leichtes Essen vor dem Schlafen essen, sollten nachts ihre Telefone nicht benutzen. Zeit mit der Familie zu verbringen, sorgt für guten, tiefen Schlaf. Vor dem Schlafen solltest du mit deinen Familienmitgliedern sprechen, Bücher lesen, Musik hören, lachen und Witze machen. Auf diese Weise wirst du guten, tiefen Schlaf erreichen. Um in tiefen Schlaf zu fallen, ist die vierte Sache, die du tun musst, dich von negativen Einflüssen fernzuhalten. Menschen, die alleine schlafen, statt mit ihren Familienmitgliedern, schlafen mit Sorgen. Sie liegen alleine und denken darüber nach, was heute passiert ist, was morgen passieren wird und was als nächstes passieren wird.
Auf diese Weise füllen sich ihre Gedanken mit Sorgen, und wenn sie morgens aufwachen, bleiben dieselben Gedanken, was Spannungen über den Tag verursacht und den richtigen Schlaf in der Nacht stört. Denke also vor dem Schlafen an positive Gedanken und Affirmationen. Negative Gedanken bringen nur Stress, während positive Gedanken dich positiv machen, deinen Körper von Krankheiten befreien, deine Seele stärken und deinen Geist schärfen. Der Meister sagt zu dem jungen Mann: Mein Sohn, wir können 95% der Krankheiten unseres Körpers durch tiefen Schlaf heilen, also sollten wir tiefen Schlaf üben. Es ist bekannt, dass Gautama Buddha entweder kein Abendessen hatte, um in tiefen Schlaf zu gehen, oder selbst wenn er aß, nahm er nur eine kleine Menge Essen zu sich, um gesund zu bleiben. Wenn wir hungrig bleiben oder sehr leichtes Essen zu uns nehmen, wird die gesamte Energie unseres Körpers verwendet, um Krankheiten zu heilen und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Der junge Mann, nachdem er alle Worte des Meisters verstanden hat, sagt: Vielen Dank. Heute haben Sie mir ein Geheimnis der Gesundheit erzählt, das ich bis jetzt nicht kannte. Ich werde jede Regel befolgen, die Sie mir gesagt haben. Der junge Mann verbeugt sich dann vor dem Meister und geht weg. Freunde, ich hoffe, ihr habt viel aus dieser Geschichte gelernt. Wie fandet ihr sie? Teilt es uns im Kommentarbereich mit, gebt diesem Video ein Like und abonniert den Kanal.